Manchmal, wenn ich gerade mein Bildbearbeitungsprogramm nicht zur Hand habe, weil ich zum Beispiel auf einem Rechner bin, wo es nicht installiert ist, verwende ich Snagit, um meine Bilder umzurechnen. Ich habe hier mal eine Grafik erstellt, einfach einen hellgrauen Hintergrund, quadratisch 1200 mal 1200 Pixel und einen Stempel aus der Stempelbibliothek hinzugefügt. Und benötige das Ganze jetzt aber in einer deutlich kleineren Größe, nämlich 100 mal 100 Pixel. Und das ist ganz einfach. Ich befinde mich hier in der aktuellen Version von Snagit. Ich gehe einfach hier unten am unteren Bildrand auf dieses kleine Menü und gebe dann hier den Wert an, also 100 mal 100. Und das Bild wird klein gerechnet, wenn ich dann mit Übernehmen bestätige, dann werden die Sachen verflacht. Das heißt, was vorher einzelne Elemente sind, ist jetzt ein einzelnes Bild. Und dann brauche ich nur noch auf Weitergeben Datei zu gehen und kann mir auswählen, in welchem Format ich das Ganze exportieren will. Im Zweifelsfall als PNG-Datei, wenn was Transparentes dabei ist. Aber ich kann genauso gut JPEG oder GIF verwenden, um das Ganze zum Beispiel auf meiner Webseite einzubauen.